die CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beide debattierten Anträge der Fraktion Die Linke laufen unter der Überschrift gerechte Krankenkassenbeiträge für Selbstständige und freiwillig gesetzlich Versicherte. Und da drängt sich natürlich die Vermutung auf, dass Die Linke entgegen der Klassenkampfrhetorik, die Sie hier gerade auch wieder vom Stapel gelassen haben, wirklich Interesse an den unternehmerisch Tätigen haben. Aber auf der anderen Seite überrascht das schon, weil Sie natürlich nicht bekannt sind als diejenigen, die die Interessen oder der Sachwalter der Selbstständigen und Freiberufler hier im Haus bisher gewesen seien. Insofern finde ich das sehr gut, dass Sie offenkundig die Bedeutung der selbstständig Tätigen erkannt haben. Aber nehmen Sie auch mal zur Kenntnis, dass nicht nur die Selbstständigen wichtig sind, sondern dass wir eine Beschäftigung haben, über 41 Millionen mittlerweile, die bisher in der Form noch nie da gewesen ist. Und das, was Sie hier getan haben, ist wieder, dass Sie uns alten Wein in neuen Schläuchen verkauft haben. Oder wenn ich an meine Kollegen von der CSU denke, die würden sagen, angesichts der Oktoberfest-Thematik, abgestandene schale Diskussion, Abschaffung PKV und Einführung der Bürgerversicherung. Und weil Sie sagen, vermeintliche Solidarität oder solidarische Gesundheitsversicherung, wie Sie das nennen, wie die aussehen soll, das haben Sie ja auch gesagt, das steht ja auch in Ihrem Antrag. Sie wollen, dass die Solidargemeinschaft über die Krankenversicherung beispielsweise Langzeitstudierende alimentiert. Und wenn das Ihre Vorstellung von Solidarität ist, also zu sagen, der Auszubildende, der Handwerksmeister, die Kassiererin, der Friseur sollen durch Ihre Beiträge dafür sorgen, dass die Langzeitstudenten nur geringere Beiträge zahlen müssen, dann finde ich das echt ein Armutszeugnis hier. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie suggerieren mal wieder, dass die Bürgerversicherung die eierlegende Wollmilchsau sei zur Lösung aller Probleme. Und daher kann ich Ihnen gleich zu Beginn sagen, dafür werden Sie von uns keine Zustimmung bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe doch zu, mich treibt das Problem auch um, wenn Existenzgründer und Soloselbstständige mit geringem Einkommen durch starre Beitragsbemessungsgrenzen über Gebühr belastet werden. Und mich treibt auch das Problem um, dass gerade Existenzgründer, Selbstständige, wenn der Laden quasi noch nicht so brummt, prozentual am Einkommen betrachtet überdurchschnittlich hohe Krankenkassenbeiträge zahlen sollen. Aber ich bin dafür, dass wir genau hinschauen und auch genau prüfen. Und genau das haben wir in der Vergangenheit ja getan. Und dann schauen Sie sich mal die aktuelle Rechtslage an. Derzeit ist es ja so, dass die beitragspflichtigen Einnahmen im Regelfall auf Grundlage des aktuell vorliegenden Einkommenssteuerbescheids ermittelt werden. Da sind wir uns ja einig. Änderungen in der Beitragsfestsetzung rückwirkend sind nur in absoluten Ausnahmefällen möglich. Das ist unbefriedigend, das gebe ich zu. Allerdings hat der GKV-Spitzenverband in seinen Beitragsverfahrensgrundsätzen für Selbstzahler, die seit dem 1. Januar 2009 für alle Krankenkassen verbindlich gelten, ja Ausnahmen zugelassen. Für Existenzgründer bei Vorliegen einer unverhältnismäßigen Belastung. Und die liegt beispielsweise vor, wenn der Gewinneinbruch um 25% erfolgt ist, das heißt der vorliegende Einkommenssteuerbescheid und die tatsächlichen Einnahmen um über 25% auseinandergehen. Wir haben ja schon Härtefallregelungen. Und insofern besteht ja dann auch die Möglichkeit, in dem Jahr, in dem der Gewinn beispielsweise eingebrochen ist, eine rückwirkende Nachberechnung der zu zahlenden Beiträge vorzunehmen. Insofern gab es da ja schon eine Reaktion. Und liebe Kolleginnen und Kollegen und meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der Linken, wir müssen gerade bei der Thematik, die im Bereich Gesundheit, Wirtschaft und Steuerrecht uns betrifft, auch die Frage stellen, Flexibilität ja, aber keine Schnellschüsse. Und dann können wir auch die Frage stellen, ob beispielsweise die auf 60% reduzierte Beitragsbemessungsgrenze noch zeitgemäß ist. Wir müssen dann aber auch darüber reden, dass die Absenkung auf die einheitliche Mindestbemessungsgrundlage, die Sie ja nun wollen, mindestens 1 Milliarde Beitragsmindereinnahmen zur Folge hat. Und darüber müssen wir eben auch sprechen. Und das machen Sie nicht, das tun Sie nicht. Und man kann ebenso die Frage stellen, ob das Berechnungsverfahren schnell genug ist, um gerade durch die Digitalisierung herausgeforderte Unternehmen adäquat zu unterstützen. Kollege, man kann auch die Frage stellen. Ja? Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Vogler? Ja, sehr gern. Da müssen Sie sich schon einig werden, wer die Frage stellt. Ne? Vielen Dank, Herr Sorge, dass Sie meine Zwischenbemerkung zulassen. Ich möchte doch schon noch mal darauf hinweisen, dass wenn Sie jetzt hier mit rechnerischen angeblichen Verlusten für die Krankenkassen rechnen, dass auf der einen Seite das natürlich etwas ist, was den Menschen, die davon betroffen sind, auch konkret im Geldbeutel fehlt, also was ihnen für ihre Lebenshaltungskosten fehlt und was ihnen vielleicht auch fehlt, um eine
reguläre Alterssicherung sich aufzubauen. Sie sind ja mal große Freunde, dass man sich auch privat altersmäßig absichern soll. Viele junge Selbstständige schaffen das nicht. Und auf der anderen Seite möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass gerade ein abgesenkter Mindestbeitrag für junge Selbstständige, also die sich gerade anfangen, selbstständig zu werden, auch dazu beitragen könnte, sie überhaupt zu gewinnen, in das solidarische System der gesetzlichen Krankenversicherung einzutreten und eben nicht den Lockvogelangeboten der PKV auf den Leim zu gehen, die am Anfang, wenn man noch jung und gesund ist, mit niedrigen Beiträgen werben, die dann aber hinterher, später möglicherweise den Betroffenen auf den Fuß fallen, sei es in Form von eingeschränkten Leistungen, weil man eben nicht genau ins Kleingedruckte geguckt hat, oder sei es auch in Form von im Alter massiv steigenden Beiträgen für viele Menschen, wie sie jetzt ja auch die PKV zum 1. Januar nächsten Jahres wieder angekündigt hat. Also vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit, sozusagen wieder mehr Geld ins solidarisch finanzierte Umlagesystem zu bekommen. Ja gut, das, was Sie machen, ist ja, dass Sie immer behaupten, in Ihrer solidarischen Gesundheitsversicherung würde danach jedes Problem gelöst sein. Aber wir müssen ja auch mal darüber reden, dass wir gerade im unternehmerischen Bereich natürlich diejenigen auch ein bisschen vor sich selbst schützen müssen, die, wenn sie es nach einer gewissen Anlaufphase, und deshalb habe ich ja genau das Beispiel der Existenzgründer gebracht, dass ich gesagt habe, es bestehen dann eben Möglichkeiten, diesen Beitrag auch herabzusetzen, wenn eben die tatsächlichen Umstände nicht so gut sind, wie sie sein sollten. Aber wir können natürlich nicht, wie Sie das wollen, über die Solidargemeinschaft und die Beiträge der anderen Versicherten irgendwelche Liebhabereien, Hobbys oder unternehmerischen Aktivitäten, die nicht zu einem Erfolg führen, dauerhaft subventionieren. Und das ist genau das, was Sie möchten. Und wir sollen... Lassen Sie uns doch die Thematik in Ruhe und Besonnenheit anschauen. Ich habe ein paar Beispiele gebracht, über die wir sprechen könnten, auch inwieweit wir gegebenenfalls bei der angemessenen Berücksichtigung der Beiträge weitere Komponenten berücksichtigen könnten. Aber was man eben nicht machen sollte, ist das, was Sie immer machen, verschiedene Aspekte vermischen. Sie machen dann so einen linken Eintopf, Ideologiegewürz, und zum Schluss haben Sie eine Dauersubventionierung auf Kosten der Solidargemeinschaft. Und das wird mit uns nicht passieren. Und weil wir immer von Solidarität reden, Sie ja besonders von Solidarität, von Ehrlichkeit, dann müssen wir uns auch mal ehrlich machen. Das heißt, wie ich es gesagt habe, wer eben nach dieser gewissen Zeit so geringe Einkünfte hat, dass er seinen Lebensunterhalt, und wir reden hier nicht über den Lebensunterhalt in Gänze, wir reden hier über die Krankenversicherungsbeiträge, nicht zahlen kann, dann muss er sich auch mal fragen und hinterfragen lassen, ob das Geschäftsmodell, mit dem er tätig ist, ob das das Richtige am Markt ist. Wir wollen keine Vortäuschung selbstständiger Aktivität. Wir wollen Qualität bei Selbstständigen. Wir wollen sichere Einkünfte und wir wollen langfristige Geschäftsmodelle und keine Schnellschüsse. Und ich sage es deshalb zum Schluss noch mal ganz klar. Wir wollen angesichts der Komplexität alle Komponenten beachten. Wir wollen auch interessante Ansätze wie gegebenenfalls zeitliche Staffelungen von Beiträgen für Gründer in Betracht ziehen. Wir können über Beschleunigung von Berechnungsverfahren, auch über eine gewisse Flexibilität sprechen und inwieweit bestimmte Komponenten zusätzlich bei der angemessenen Berechnung berücksichtigt werden können. Aber wir wollen die Diskussion sachgerecht, zielgruppenorientiert und vor allen Dingen ideologiefrei führen. Gern mit Ihnen, wenn Sie das wollen. Insofern herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin.